Was wir hier haben, ist ein Geschenk von einem meiner YouTuber. Vielen, vielen Dank für dieses wundervolle, wundervolle Geschenk. Das ist mein persönlicher neuer Feuerbeutel, um es mal so zu bezeichnen. Ursprünglich kam er mit einer silbernen Schnalle, die habe ich ausgetauscht gegen dieses Geweih hier, einfach um den natürlichen Look zu bewahren. Die silberne Schnalle werde ich auf jeden Fall in einem anderen Projekt sicher wieder gut weiterverwenden können. Und jetzt zeige ich euch, wie man mit Flint und Eisen Feuer macht. Wie bei jedem Feuer bedarf es natürlich auch hier etwas Feuerholz. Und hier habe ich feine abgestorbene Blätter, ganz dünne Zweige, mittlere Äste. Und hier werden wir aus diesem dicken Stock hier noch ein paar Feathersticks zubereiten. Ein wunderschöner Flint, absolut perfekt, ein Feuereisen, wunderschön und handgeschmiedet, und ich habe mir für heute, nachdem wir äußerst nasses Wetter haben, etwas Stallwolle mitgenommen, die auch im etwas feuchten Zustand noch ein Feuer in Gang bringt. Um nun ein Feuer mit Flintgestein und Eisen zu machen, bedarf es einem Zunder, der sehr feinen Funken aufnimmt. Stahlwolle ist hierfür super geeignet, aber auch Charcloth wäre die optimale Lösung für ein Feuer mit Flintgestein und Eisen. Ich benötige nicht alles meiner Stahlwolle, sondern nur einen Teil davon. Und diese wird auf den Flint aufgelegt. Und das Schlageisen mit hoher Geschwindigkeit am Stein vorbeigezogen, und sobald das Schlageisen den Stein berührt, gibt es Funkenflug.
Feuer mit Flintgestein und Eisen. Ich wünsche euch viel Spaß draußen in der Natur, genießt es auch im Winter. Würde mich freuen, den einen oder anderen bei uns, einen unserer Kurse zu sehen. Und ich werde heute noch etwas hier diesen wunderschönen Wintertag genießen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, euer Mike von der Survivalschule.at. And please, leave no trace. Hinterlasst keinen Müll draußen. Verlasst die Campstelle so, wie ihr sie vorgefunden habt.